Hallo, Nova. Hi, na? Stell dich doch ganz kurz vor. Wer bist du? Tobi, hast du auch eine Kamera? Jetzt sieht man Tobi. Ah, cool. Hi, Tobi. Hallo. Du bist ja tatsächlich Single und sehr unglücklich, nicht? Guck mich doch mal an. Natürlich. Ja, okay. Dann können wir dir an der Stelle hier helfen, denn, Nova, wir würden dir gerne heute, in meiner Community gibt es extrem viele sexy Boys, die dich gerne kennenlernen würden. Jeder von denen hat 2 Minuten Zeit. Tobi schreitet dann einfach ein und schreit dazwischen quasi, wenn die aufhören sollen. Tobi ist so ein bisschen der Beobachter. Ich schaue mir das auch nur an. Achso. Und ich freue mich, dass du hier bist, Mann. Nova, boah, da stinkt alles so hier. Tobi, hör auf, Feuer zu machen in deinem Zimmer. Lass es. Tobi, stop it. Tobi! Es brennt. Tobi, tu es in die Spüle. Renn in die Spüle. Es hat wirklich gebrannt und ich habe mir an den Finger, also mein Finger ist verbrannt. Okay. Wollen wir 3 Minuten machen? Weil wir haben nicht so viele Charaktere. Okay. Ach. Es liegt nicht an dir. Nein, es liegt nicht an dir. Die meisten wollten eine Kamera nicht anmachen. Es sind oben ganz viele, Nova. Aber mal, das, die sind halt alle nicht 16, 18, 14. 14 war deine Grenze, hast du gesagt, oder? Alterstechnisch, ja. Okay. Erster in 3, 2, 1. Hallo? Hey, was geht? Moin. Hi. Guck mal, wir haben schon mal die Nano-Leafs gemeinsam. Das ist ja der Oberhammer. Ja, das matcht, oder? Sehr ehrlich. Ja, aber sogar farblich. Okay, ja. Deine Zeit läuft ab jetzt. Ich bin Flo, 21 Jahre alt und komme aus Mönchengladbach. Hilfe. Oh Gott, das ist unangenehm, Florian. Das sind noch 20 Sekunden, also jetzt muss der Funken... Ein letzter Satz. Kennt ihr Wolke 10 von Mero? Das habe ich gerade angemacht. Wer bist du denn, Revi? Achso. Jakob. Oh, Jakob. Baby. Jakob. Oh, Baby. Jakob, hallo. Moin. Und los geht's. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Sind wir alle, ne? Darf ich eine kurze Frage stellen, Jakob? Valorant spiele ich auch, ja, bitte. Hast du dir beim Fußball schon mal in die Schuhe gepickt? Bitte? Macht einfach weiter. Ich würde dir noch einen ganz kurzen Input geben. Nova ist unglaublicher Fan vom Trocheus und vom Jambus. Wenn du da vielleicht noch kurz ein Gedicht hättest für sie. Das sage ich leider nicht, aber ich würde gerne ihr OBS einrichten. Ja. Willst du damit sagen, dass mein OBS nicht eingerichtet ist? Oh! 3 Sekunden. Ich bin raus. Jakob, auch du wartest. Dankeschön, Jakob, ne? Es kommt jetzt auch an den Chat. Achtung, wir kennen ihn. Hallo? What's good? Da ist er wieder. Er war letztes Mal schon dabei. Okay. Ich bin wieder dabei. Warum hat letztes Mal nicht geklappt? Was? Guten Tag! Ich bin Nils. Wie geht's dir? Was für eine CPU hast du? Willst du mit mir Fortnite spielen? Die Zeit läuft ab jetzt. Ja. 3 Minuten. Und zwar, du bist Nova, wenn ich richtig liege. Ja. Tatsächlich. Ich wollte auch sagen, dass ich übrigens auch Veganer bin. Ich esse kein Fleisch. Endspurt, 10 Sekunden. Ich bin gerne draußen unterwegs. Ich fahre gerne draußen mit dem Fahrrad rum und treffe mich gerne mit Freunden. Das ist cool. Okay, Nova, ich hab noch diese Maske dabei. Wenn du möchtest, dass ich das Gespräch beende, weil es unangenehm ist, ja? Mhm. Gib mir ein Signal, zwinker 2-mal, dann zieh ich die Maske an und wir hören alle einfach auf zu reden, okay? Okay. Nicht gut. Bundi. Okay. Ja, dann der nächste. Okay, 3, 1, 2, rein. Salam aleikum. Tim Gabel! Ja, sieht man's nicht. Tim Gabel! Ich halte mich draus. Junge Rebe, kannst du auch mal einfach die Schnauze halten? Tut mir leid, das ist euer Ding. Ich mach die Musik an, ich halte mich im Hintergrund. Oh, Ehre. Nova, ich hätte eine Frage. Und zwar, das liegt mir echt am Herzen. Meine Ex-Freundin hat mir damals gesagt, ich würde niemals eine bessere als sie bekommen. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du ihr zeigen möchtest, dass sie recht hatte. Ich habe nicht zugehört. Das ist ein Front, oder? Nova, das war... War jetzt nicht... Die ist traurig, guck mal. Oder sauer. Oder beides. Na, Spaß. Ne? Ja, ist alles gut. Spaß, ja. Ja. Was ist gerade bei dir? Ist gerade ein Flashbang irgendwie bei dir explodiert? Digga, spielst du gerade Counter-Strike? Nee, das ist mal, wenn ich hab mein Handy als Kamera, weil ich bin armer Student. Au. Und dann, Ja, es tut mir auch leid. Ah, chill ich, Digga. Man muss ja klein anfangen. Ich würde die Situation jetzt kurz auflockern. Ja. Yeah. Ja, wir können die Zeit, lass einfach die 20 Sekunden einfach noch ablaufen. Wir chillen einfach kurz. Okay, ja. Und dann... Du hast sehr schöne Nasenlöcher, Revi. Sieht sehr schön aus. Ich finde das toll. Hi, sobald die Kamera an ist, beginnt die Kamera.
Ui, ausgepustet. Er hat einen Anzug an! Er hat einen Anzug an! Okay, ein bisschen underdressed, aber gut. Passt schon. Wäre das jetzt in Echtzeit, würde ich dich in ein Restaurant einladen, aber das geht ja derzeit nicht. Gut. So, kurz zu mir. Ich bin Sebastian, bin 23 Jahre alt. Ich bin Sebastian. Wien. Nein, ich bin der echte Sebastian, du bist noch mehr Kopie. Alles klar. Jemand hat im Checker geschrieben, dass du deine Jacke im Restaurant geklaut hast. Das könnte sein. Okay. Er hat mir Bitcoins überteuert verkauft. Er ist mein Sugar Daddy, der hat mir den Telekom-Anschluss vermittelt. Ich bin meine Oma überfallen. Alles klar. Okay, wir machen weiter. Den kennen wir auch, den Kollegen. Ach nein, Digga. Guck mal, es kommen immer dieselben traurigen Gesichter an. Der Dating muss man immer wieder probieren, so, ich fühle das. Richtig. Nova, was geht? Ich bin nur ein Hai. Achte nicht auf meine Frisur, ich habe meine Haare gerade gewaschen, ich sehe aus wie ein Spasti. Ja. Das ist doch mein Dealer. Ja, Jungs, beruhigt euch. Wie lange bist du so Sub bei Orange im Orange? Ich? Ja. Digga, sagt jetzt irgendwer, ich sehe aus wie... Ach, Digga, nee. By the way, du hast gesagt, du willst einen Hund haben. Ich möchte auch irgendwann einen Hund haben. Und ich schwöre es dir, ich werde diesen Hund Hund nennen. Ohne Spaß. Ich werde den Hund nennen. Hund, komm rüber. Ey, wie geil ist das, bitte? Luan, hast du den Hund von Hando 477 Nein. Ist die Kamera an, startet der Countdown. Ui. Alter, der ist breit. Ich mach keinen. Also, Jogi, das ist mein Mod. Achso. Ich bin, hallo, Philipp. Nicht kennen. Du musst die Hintergrundgeräusche ausmachen, dann kannst du auch was spielen, ne? Die extra Zeit nehmen wir dir. Nee, es ging hauptsächlich mehr um den Gesang. Ja, dann mach doch. Nee. Doch. Jetzt nicht. Nee. Doch bitte. Du willst aus der Modzone also, raus und das kommt man meistens durch Emotionen. Ja, Frauen stehen auf Männer, die selbstbewusst sind. Und Männer, die singen können. Mero zum Beispiel. Alle Frauen lieben Mero. Kannst du mal flexen? Ich so. Mach mal so. Oder so. Oh! Dann will ich aber die Bobas im Chat sehen. Boba! Klar. Hier hat jemand geschrieben, der hat mich angefahren und dann liegen gelassen. Das stimmt tatsächlich. Der hat mir Abführmittel geklaut und gesagt, er würde mir Vibrax geben gegen Abführmittel. Okay. Du siehst auch sehr breit aus. Hä? Du hast eh getan. Alles, ja. Wieso stehen da hinten zwei Flaschen Olivenöl? Was machst du damit? Ich koche damit. Ach, boah, das ist eine eine ist leer. Aha. Ist das ein Reiskocher? Das ist ein Universalkocher. Universal, das heißt, du bist Student? Ich bin in der Ausbildung als Fitnesstrainer. Ich halte mein Maul, ich halte mich zurück, ich sag nichts Böses, du bist saubreit. Mach dir euer Ding. Das wollte ich auch noch fragen, wie oft machst du Sport? Ja, also, das ist ich, Corona ist halt ein bisschen schwer, also, stehen halt und zu Hause ist langweilig. Die Gyms haben zu, du bist auch Streamerin und hast überhaupt keine Kontakte, kann ich verstehen. Ich habe auch so viel zu tun, das ist das Streaming. Ja. Nein, also ich gehe im Moment jeden zweiten Tag. Also genauso oft wie Reh wieder auch, ja? Genau, aber ich mag Joggen nicht so gerne, weil ich da lieber Kraftsport mache. Nee, kann ich verstehen, Joggen hasse ich auch absolut. Ja, ich mag es gar nicht, ich mache es trotzdem, weil ich halt nicht Pipo-fett werden will. Ich habe eine sehr gute Form. Und ich habe auch, echt? Leider, ich habe sogar dir ein paar bisschen geschenkt. Aber ich bin bei der Liste, bin ich erst bei der Mitte. Vielleicht, ich will mir auf mein Instagram schreiben. Oh! Ich würde mich freuen. Hey ho. Hallo? Das ist nicht Kaiser Wilhelm Chat. Wirklich nicht, ich weiß nicht. What the fuck, Bro? Das kam jetzt fucking unexpected. Alter. What the fuck? What? Wo hast du eine Pickelhaube her? Kriegt man ganz ich hab grad nie gesehen. Zeig mal. Einfach ein Zeitreisender, chillig, Digga. Der hat mein Land geklaut, hast du gesehen? Oh nein. Das ist lustig. Einen können wir uns noch reinziehen. Ey, guten Tag. Ich möchte kurz anmerken, bevor jetzt hier irgendwas passiert, dass es der schlechteste Rush-Spieler aller Zeiten ist. Hallo, das geht von meiner Zeit weg, wenn du mich hier jetzt fertig machst. Ja, ich habe schön gefarmt, hör auf. Ja, okay, also mein Name ist Sven, ne? Ich bin 25, komme aus Köln. Ja, ich habe einen Führerschein, ein Auto. Ein AMG oder? Nein, BMW. Für so viel hat es noch nicht gereicht. Ah. Keine Ahnung, was mache ich eigentlich hier? Ja, aber ich finde den Nano-Dienst cool im Hintergrund. Deswegen ja, danke. Ich habe auch hier vorne noch welche. Also. Welche Farbe hast du beim Geschlechtsverkehr an? Jemand hat in den Chat geschrieben, Elvis Presley nach der Impfung. Sven, vielleicht noch kurz die Story von der Gamescom erzählen oder lassen wir das? Vom Asus stand, das lassen wir dann mal, ne? Alles klar. Ja, war schön, dich kennenzulernen. Ja, du bist nett. Ja. Du findest schon irgendwann deinen Traummann. Ich glaub dran. Danke. Move mich raus, Tobi. Du bist der Erste vor der Zeit einfach abgehauen. Nova, jetzt ist es an dir. Ja. Du hast eine Menge tolle Kandidaten kennengelernt. Hast du deinen Prinz Traumman gefunden, sag ich mal?
Ja, ich hätte ja mich, ne, also ihr wisst, wäre jetzt natürlich unfair, sich für meinen Mod zu entscheiden, aber ich muss sagen, also Chungi hat mich schon, er ist einfach, weil, mir ist einfach wichtig, wenn man dranbleibt. Chungi! Okay, Panik. Ich bin im Stream noch behind. Was habe ich verpasst? Oh, oh. Ich habe ausgewählt. Ja, ich brauche aber mental so Vorbereitungsphase auf ein Date von ungefähr 6 Monaten. Sonst. Alter, er hat einfach aus der Modzone rausgeschafft. Der hat aus der Modzone rausgeschafft. He did. Weißt du, er hat das gemacht, was alle anderen nicht konnten. Ich würde sagen, Chat geht rüber zu Nova. Das war's von diesem wunderschönen Abend. Ich küsse eure Augen. Ich habe Nova versprochen. Ich habe es euch gestern. Ich verspreche es jeden Tag, dass wir anspielen. Wie viele Leute schauen gerade zu? 8000. Macht's gut. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, das zu moderieren. Ich weiß, dass ich ein dummes Arschloch bin. Chat. Ciao. Hat mich sehr gefreut.